Ja, hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück hier in meinem Flur. Nein, ist natürlich ein Vlog, wie ihr schon lesen konntet, denn ich bekomme heute ein neues Tattoo von der lieben Maxi, zu der ich jetzt gleich hinfahren muss. Ich bin heute allein unterwegs und ich bin spät dran. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie gut das mit Filmen funktionieren wird, eben weil ich alleine unterwegs bin, aber ich wollte es unbedingt probieren. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Das heißt, wenn euch interessiert, was ich heute Neues gestochen bekomme, dann bleibt einfach dran. So, meine Lieben, ich bin jetzt schon im Stichkartell in Bad Kreuznach. Ich verlinke euch wie immer alle unten in der Infobox, damit ihr alles findet, wenn es euch interessiert. Die Maxi bereitet gerade noch mein Motiv fertig vor. Da hinten sitzt Angelo. Angelo, möchtest du irgendwas zu diesem Vlog heute beitragen? Sag hallo. Hi. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal besser als letztes Mal. Nein, letztes Mal hast du auch ganz viel dazu beigetragen. Okay. Ja, letztes Mal hast du mir ein Piercing gestochen, beziehungsweise Stimmt. Zwei. Kannst du gleich noch drüber gucken. Das machen wir noch. Und ja, wenn Maxi gleich fertig ist mit Vorbereiten, geht's auch schon los. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich möglichst viel für euch filmen kann. Und ja, ich gehe gleich mal gucken, wie weit sie ist. Okay, so. Nein. Weil das ist genau das. Ein Bild des Maxi. Damit du auch was siehst, damit du auf die richtige Stelle tätowierst. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hot like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. It never changed myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game. All out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Steady gunning, do my thing. I don't look the other way. I stare that motherfucker straight. Don't care what they say. Nah, everyone's the same. Don't get caught up in their games. Just pick a lane and do your thing. I don't just wanna be great. I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed. Bulletproof vest. Open my chest for the haters' request. I'll be okay. I pick my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play, and I'm gonna wing it the fuck out my way. Never change myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game. All out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Was sagst du dazu, dass wir fertig sind? Game over. Ich muss es noch im Spiegel filmen. Auf jeden Fall sind wir fertig. Ja, wir sind fertig. Wie lange haben wir jetzt gebraucht fürs eigentliche Tätowieren? Warte, du warst hier um 11. Dann habe ich noch vorbereitet ein bisschen. Habe ich Stencil gemacht. Aber so vor 12 haben wir angefangen. Dann ist jetzt noch 1, gell? Ja, aber halt einfach nicht so lange. Deswegen haben wir auch nicht... Ja gut, ist halt solid. Ja. Braucht ein bisschen... Ja, aber es ist halt auch nicht so groß, deswegen haben wir jetzt nicht so viel gefilmt. Ja. Und ich bin halt alleine, wie gesagt. Aber ich habe trotzdem versucht, der Bartek hat eben zwischendurch kurz gefilmt. Und ja, von den Schmerzen her ging es, hat die Maxi sehr gut gemacht. Sehr schmerzarm. Mal gucken, ob es hält. Ja. Und ja. Ja, nicht, dass du mir hier nur was draufgemalt hast, so wenig wie das wehgetan hat. Hallo? Penis. Ihr seid mir gedroht, einen Penis zu tätowieren. Ich gucke mal, ob ich es im Spiegel filmen kann. Hey, meine
ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zu Hause und ich wollte einfach mich nochmal kurz zu Wort melden, weil das vor dem Studio ja doch relativ abrupt zu Ende war. Das lag einfach daran, dass die Batterie von meinem Mikrofon alle war. Das ist mir noch nie passiert, seit ich das habe. Aber gut, jetzt ist es passiert. Jetzt ist eine neue drin, also kann es weitergehen. Und ich dachte, ja, ich filme einfach nochmal kurz, weil so viel haben wir nicht gefilmt. Und wir haben jetzt ein paar Stunden später. Schmerzen sind okay, eigentlich fast gar nicht da. Ich merke nur, dass die Stelle warm ist. Mittlerweile hat es, glaube ich, ein bisschen gesifft. Wir gucken gleich mal. Und ich muss das jetzt auch gleich abwaschen. Ich habe so gar keine Lust darauf. Ich glaube, es gibt keinen, der Tattoos hat, der diesen Part davon mag. Und dann werde ich es eincremen und wieder einpacken. Und morgen darf ich dann Supersorb draufkleben, was ich auch tun werde. Und ja, das war's eigentlich. Ich wollte euch jetzt nur gerade noch kurz mitnehmen. Ja. Nom, 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 Juppe. Juppe. Bisschen mehr als auf der anderen Seite. Juppe. So ihr Lieben, wie ihr hoffentlich sehen konntet, habe ich das Ganze jetzt abgewaschen. Unter Todesschmerzen, nein, ganz so schlimm war es nicht, aber es ist echt immer ekelhaft, ne? Ich freue mich schon auf die nächsten großen Tattoos. Nicht. Ich habe das Ganze jetzt hier eingecremt. Ich nehme dafür übrigens so eine ganz einfache Panthenolsalbe, also keine Tattoo-Salbe, kein Bepanthen, einfach nur Panthenolsalbe. Hat bisher immer super funktioniert, macht sowieso jeder anders. Und ja, jetzt warte ich geschmeidig drauf, dass es noch dicker wird. Ich bin mal gespannt, wie dick es noch werden will. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Video an dieser Stelle. Es wird auf jeden Fall wieder ein Tattoo-Update dazu geben mit Verheilung und allem drum und dran. Und wenn ihr Fragen haben solltet oder eine Meinung, egal ob sie positiv oder negativ ist, dürft ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.